Diese Frage stammt von Jürgen und handelt sich um den Drehsitz und wie genau ich mich dafür im Sattel positioniere. Jürgen schreibt, ich habe dein Buch gerade gekauft und gelesen, auch schon einige Übungen ausprobiert. Finde, es enthält viele interessante Ansätze, danke dafür. Aber irgendwie habe ich einen Knoten im Kopf bezüglich des Drehsitzes auf gebogenen Linien. Überall ist zu lesen, dass die Schultern sich in die Wendung drehen. Ja. Und die Hüften, das Becken entgegengesetzt. Ja, das ist überall zu lesen, stimmt. Also äußere Hüfte zurück und innere vor, was ja auch die Schenkellage so vorgibt, wenn man das Bein aus der Hüfte zurücknimmt. So reite ich eigentlich auch immer. Jetzt habe ich laut deinem Buch mal ausprobiert, die Hüfte leicht in die Bewegungsrichtung zu drehen und die Schultern stärker. Das Konzept mit den Schienen leuchtet mir auch ein. Was soll ich sagen? Das Pferd lief im Schritt viel lockerer und es kam mir auch viel natürlicher vor. Super! Mein Verständnisproblem ist aber, was mache ich denn im Galopp, wenn die innere Hüfte vor soll, so wie es in den Büchern steht? Ja, lieber Jürgen, ich kann es so nachvollziehen, ich kann es so nachfühlen. Ich habe ganz ehrlich mit meinem Mentor Eike von Feldheim, internationaler anerkannter Dressurrichter und international in der Olympiamannschaft für Deutschland 1950 und 56, also ein wirklich, wirklich renommierter, alter, klassischer Meister auf einem Niveau, dass es heute kaum noch welche gibt. 3 Monate haben wir diskutiert, weil mein Einreiten in jedem Turnier, wenn man im Galopp einreiten musste, immer leicht traversartig war. Und er sagte immer, Mensch, Tuli, dein Einreiten ist deine Visitenkarte, du kannst da nicht so schief einreiten, halte dein Pferd im Galopp gerade. Ja, aber in jedem Buch steht drin, für den Galopp sollst du im Drehsitz sitzen und das heißt innere Hüfte vor und äußere Schulter vor. Das heißt, man macht eine Konterdrehung, richtig? So steht es in allen Büchern drin, Jürgen, genauso wie du es sagst. Und ich habe 3 Monate lang meinem Meister, meinem Mentor diese Bücher vor die Nase gehalten und gesagt, da steht es schwarz auf weiß drin. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich sitze doch im Drehsitz. Was soll das denn? Und er sagt, nimm die innere Hüfte zurück. Ja, aber in dem Buch steht doch in jedem Buch, das ich in die Hand nehme, steht doch drin, nimm die innere Hüfte vor und die äußere Schulter vor, setz dich in den Drehsitz, damit du dein Pferd wirklich biegen kannst. Das Problem dabei ist, dass du, wenn du die innere Hüfte vornimmst, dein Pferd so positionierst, dass es seine innere Hüfte auch vornimmt und dadurch seine Hinterhand rein verschiebt. Das heißt, du bekommst im Ergebnis ein schiefes, traversartig laufendes Pferd. Mein Meister konnte mir damals aber nicht erklären, warum es so ist. Und deshalb haben wir tatsächlich 3 Monate lang diskutiert, bis ich dann mal so weit war, es auszuprobieren. Und was soll ich dir sagen, Jürgen? Meine Pferde laufen seitdem exakt schnurgerade im Galopp, sofern sie es können. Also klar, Q ist ein junges Pferd, der ist noch nicht ganz so weit, dass er so gerade schon in sich ist. Aber ich kann ihn gerade richten durch meinen Sitz. Und genau darum geht es. Das heißt nicht, dass in allen Büchern, wo dieses drin steht, das falsch ist. Das heißt nur, dass das, was in den Büchern steht, eine Momentaufnahme ist. Denn wir müssen unterscheiden, wie setze ich mich im Sattel hin und wie lasse ich mich von meinem Pferd unter mir bewegen. Ich will ja nicht dadurch, dass ich die innere Hüfte nach hinten nehme, das innere Hinterbein blockieren, weil dann würde ich auch wieder ein Problem erzeugen. Es ist also wirklich hier ganz diffizil zu verstehen, was passiert unter mir, was passiert mit meinen Hüftknochen, mit meinen Gesäßhöckern, was passiert im Körper unter mir, was passiert in meinem Körper dadurch, dass sich der Körper unter mir bewegt. Und so unterscheide ich gerne 2 Sachen. Nämlich das eine ist die Sitzposition. Wie positioniere ich mich im Sattel? Und so wie ich mich im Sattel positioniere, so richte ich mein Pferd auf der Linie, die ich reiten will, aus. Das heißt, wenn wir uns mal vorstellen, wir hätten Augen auf den Schultern und auf den Hüften. Und wenn ich jetzt diese Augen gegeneinander drehe, das kannst du dir auch vorstellen, wenn du diese Drehachse mal hier anschaust, stell dir vor, du hast quasi eine Achse durch dich durchlaufen und du kannst die Schultern unabhängig von den Hüften gegeneinander drehen, du kannst sie aber auch miteinander drehen. Du kannst also, sagen, ich drehe meine Schultern in die eine Richtung und drehe meine Hüften in die andere Richtung. Damit drehe ich aber dann von meinem Pferd die Hüften und die Schultern auch. Würde ja eigentlich auch passen. Ich male mal so. Moment, sieht man besser. Ich habe eine gebogene Linie
Und jetzt habe ich die Hüftachse von meinem Pferd. Wenn ich hier meine innere Hüfte nach vorne nehme und meine innere Schulter zurück oder korrespondierend damit die äußere Schulter nach vorne nehme, dann erzeuge ich Biegung im Pferd. Das ist soweit richtig. Das Problem ist halt nur, dass dieses hier mit der Hinterhand passiert. Die bewegt sich nach innen. Und in dem Moment, wo ich mein Pferd gerade richten will, auf der Linie, egal ob es eine gerade Linie ist oder eine gebogene Linie, in dem Moment muss ich dafür sorgen, dass das innere Hinterbein unter die Last fußt und eben nicht wie hier an ihr vorbei. Und das bedeutet, dass ich die Hüftachse von meinem Pferd minimal in die Bewegungsrichtung drehe und die Schulterachse von meinem Pferd mehr in die Bewegungsrichtung drehe. Das passiert, indem ich meine innere Hüfte leicht nach hinten drehe, korrespondierend damit die äußere Hüfte leicht nach vorne und die innere Schulter deutlich in die Bewegungsrichtung drehe, die äußere Schulter also deutlich nach vorne nehmen, weil nur dadurch kriege ich einen Unterschied zwischen der Hüftachse und der Schulterachse meines Pferdes. Nur dadurch kriege ich Biegung ins Pferd und das innere Hinterbein zum Unterfußen. Deshalb sage ich, mach das nicht, dass du dich gegeneinander drehst, du verdrehst dich nur im Sattel, sondern dreh die Hüfte ein bisschen und zwar genau so viel, wie es ausreicht, um das innere Hinterbein zum Unterfußen unter den Schwerpunkt zu bringen. Dreh die Schulter mehr, denn nur dadurch, dass ich meine Schultern und meine Hüften unterschiedlich weit rotiere, kriege ich Biegung ins Pferd. In dem Moment, wo Hüft- und Schulterachsen meines Pferdes parallel zueinander sind, korrespondierend damit meine alle vier Augen hier gerade ausschauen, in dem Moment habe ich immer ein gerades Pferd. Ja? Ich brauche also unterschiedliche Achsenwinkel, um Biegung zu haben. Ich brauche parallele Hüft- und Schulterachsen, um ein gerades Pferd zu haben. Soweit meine Sitzposition. Stell dir also vor, für ein gerades Pferd, Hüftaugen, Schulteraugen schauen geradeaus. Die Hüftaugen deines Pferdes und die Schulteraugen deines Pferdes folgen diesem Beispiel. Jetzt habe ich aber das Phänomen, jetzt habe ich aber das Phänomen, dass die Hinterhufe meines Pferdes breiter Spuren in der Regel als die Vorderhufe von einem jungen Pferd gesehen. Das heißt, ich muss jetzt noch zusätzlich meinem Pferd beibringen, damit es eben nicht an der Last hier vorbeifußt, dass es hinten schmaler spurt. Das erreiche ich, indem ich leicht Schulter vorreite. Das wiederum erreiche ich, indem ich mich in eine minimal biegende Position setze. Also innere Hüfte nach hinten, innere Schulter mehr nach hinten. Und zwar marginal mehr, sodass ich gerade ein bisschen Biegung im Pferd habe. Das ist auch die Position, in die ich mich setze, um den Galopp zu erzeugen. Denn der Galopp ist eine Gangart, in der mein Pferd gebogen ist. Wenn ich mich also in diese Schultervorposition setze, bei der ich das innere Hinterbein zu einem schmaleren unter die Lastfußen fahren lasse, sitze ich schon in der korrekten Galoppposition. Und jetzt, damit sind wir bei Punkt 1, also bei dem ersten Punkt, nämlich der Sitzposition. So wie ich mich im Sattel ausrichte, Hüftaugen, Schulteraugen geradeaus für gerade Richtung, Hüftaugen minimal, Schulteraugen mehr, je nachdem wie viel ich biegen will, nach innen gedreht, für Biegung, um das innere Hinterbein gleichzeitig zu kontrollieren. Und jetzt ist die Frage, wie erzeuge ich jetzt Bewegung? Denn durch die Position kriege ich ja erstmal nur die Position meines Pferdes, aber noch keine Bewegung im Sattel. Das ist Punkt 2, was wir uns angucken müssen, wo ich vorhin gesagt hatte, und ich unterscheide zwei Dinge. Und das ist das Becken mit Schwingen. Das heißt, du richtest dich im Sattel aus und dann schwingst du im Becken mit in die Richtung, wohin du dein Pferd bewegen möchtest. Wenn du dich also in der
Biegung positionierst, durch ein leichtes Nach-Innen-Drehen deines kompletten Körpers, mehr in den Schultern, weniger in den Hüften, und dann von hinten nach vorne mitschwingst, wirst du in der Lage sein, dein Pferd im Schulter vor geradeaus zu reiten. Schwingst du mehr in die Richtung, wo du hinreiten möchtest, also leicht diagonal, würdest du dein Pferd veranlassen, in dieser Position seitwärts zu gehen. Fangen wir dafür mal leicht an, im Schenkelweichen, um dieses Becken mit Schwingen zu erklären. Du hast also Hüften und Schultern geradeaus ausgerichtet, hast dein Pferd gerade. Wenn du jetzt von hinten nach vorne mitschwingst, wird dein Pferd sich in diesem geraden Rahmen, den du durch deine Ausrichtung von Hüften und Schultern verlängert, durch deine Schenkel und durch deine Arme und die Zügel legst, sich geradeaus bewegen und dabei gerade sein. Wenn du jetzt ein Schenkelweichen reiten wolltest, würdest du dein Becken nicht von hinten nach vorne bewegen, sondern diagonal, sodass du mit deinem Becken mit Schwingen die Richtung vorgibst, in die du dieses eingerahmte Pferd, durch deine Sitzausrichtung eingerahmte Pferd, vorwärts, seitwärts verschiebst. Jetzt wird es etwas komplizierter, wenn wir die Biegung dazu nehmen und das Wissen, dass unser Pferd hinten breiter spurt als vorne, sodass wir das ausgleichen müssen. Das heißt, wir setzen uns zum Beispiel jetzt im Galopp für ein leichtes Schulter vor, minimal in diesen Drehsitz, in diesen wirklich leichten Drehsitz, einfach nur mit dem Ziel, unser Pferd im Galopp gerade zu halten. Jetzt schwingst du weiterhin dein Becken von hinten nach vorne, damit dein Pferd sich weiter geradeaus bewegt. In dieser leicht gebogen, durch deine Sitzposition leicht gebogen eingerahmten Position. So, und jetzt passiert Folgendes. Es springt ja mit dem äußeren Hinterbein, startet es den Galopp. Indem das äußere Hinterbein abspringt, abfußt und in der Luft sich befindet, geht auch der Sitzbeinhöcker deines Pferdes hoch und damit hebt es deinen Sitzbeinhöcker an. Danach fußt das innere Hinterbein ab und da passiert das Gleiche. Das heißt, dein Pferd bewegt dich selber wie auf einer liegenden Acht. Dreidimensionale Acht, wie du es hier sehen kannst. Und deine Sitzbeinhöcker werden also nicht nur angehoben, sondern auch nach vorne bewegt. Und zwar gegeneinander. Und das ist das, was in den Büchern steht. Das ist das, was in den Büchern steht. Das Pferd startet den Galopp und greift mit dem inneren Hinterbein und Vorderbein auch klar, mit dem inneren Hinterbein weiter vor. Und das ist der Moment, wo es deine innere Hüfte nach vorne bewegt. Und das gilt es mit deiner Sitzposition nicht zu verhindern, aber auch nicht eben bewusst zu erzeugen, weil du dadurch dein Pferd schief machen würdest. Also, setz dich so hin, dass dein Pferd in sich gerade in Bezug zur Linie bleibt, zur geraden Linie genauso wie zur gebogenen. So, dass das innere Hinterbein unter die Last fußt. Und dann erzeugst du mit deinem Becken mitschwingen die Bewegung und sitzt aber so elastisch, dass du die Bewegungen unter dir durchlässt. Deswegen spreche ich ganz gern auch von einem durchlässigen Reiter. Das heißt, du rahmst dein Pferd ein per Sitzposition und du lässt dich mitnehmen und verstärkst nur dieses mitgenommen werden. Es ist wie ein auf einer Schaukel, ja, das vorwärts erzeugst. Okay, Reset, Kameraausfall zwischendurch, Entschuldigung dafür, wo war ich? Es kommt darauf an, mit deiner Sitzposition dein Pferd einzurahmen und über dein Becken mitschwingen, die Bewegungsrichtung zu erzeugen und dann zuzulassen, dass dein Pferd dich unter dir bewegt. Deswegen spreche ich gerne auch von dem elastisch sitzenden, durchlässigen Reiter, denn du musst genauso über dein elastisches Mitschwingen und Mitfedern locker sein in allen großen Gelenken, die Energie, die dein Pferd unter dir entfaltet, mit seinen einzelnen Beinen durch dich durchlassen und abfedern und dabei eben deinem Pferd nicht im Weg sitzen. Und das ist das,
Dieser Moment ist das, was in den Büchern beschrieben ist als Drehsitz. Es erleichtert deinem Pferd, gerade am Anfang vielleicht auch, in den Galopp zu kommen, wenn du die innere Hüfte vornimmst, weil es sich dann eben mit dem inneren Hinterbein bequem machen kann und am Schwerpunkt vorbeispringen kann. Das ist ja auch das, weshalb man gerne junge Pferde im traversartigen Angaloppieren schult, um überhaupt erstmal den korrekten Galopp zu bekommen. Aber mit der Zeit muss man eben sehen, dass man hier das Hinterbein unter Kontrolle bekommt und eben nicht es an der Last vorbeispringen lässt, denn sonst hast du immer ein Pferd, was in sich schief ist und was nie so wirklich die Tragkraft entwickelt, die du entwickeln möchtest. Merk dir also, richte deine Hüften und deine Schultern immer dahin aus, wo du hinreiten möchtest. Wenn du Biegung im Pferd haben möchtest, dann brauchst du mehr Drehung, mehr Rotation in den Schultern als in den Hüften. Wenn du vorwärts, seitwärts reiten möchtest, auch dann gilt, du legst die Sitzposition mit geraden Schienen oder mit gebogenen Schienen und erzeugst die Bewegungsrichtung dann über dein Becken mitschwingen in die jeweilige Richtung, wo du hinreiten möchtest. Unterscheide also ganz klar zwischen wie sitze ich, dadurch rahme ich mein Pferd ein, und wie bewege ich mich im Sattel, um eben mein Pferd in den Lektionen zu reiten und wirklich aus dem Sitz heraus zu steuern. Ja, lieber Jürgen, ich hoffe, diese Antwort beseitigt deinen Knoten im Kopf und du kannst jetzt mit freilaufenden Fäden sozusagen dein Pferd kristallklar einrahmen durch deine Sitzposition und es am Sitz reiten und dabei eben zulassen, dass es dich im Sattel bewegt, weil du elastisch sitzt und weil du eben durchlässig für seine Bewegung bist. Viel Erfolg dabei und lass mich wissen, wie es läuft. Bis dahin, deine Thuli.